Da haben wir die heiligen Hallen. Herzlich willkommen, Buschi. Alles gut? Marvin, grüß dich. Ich stell dich den Leuten mal ganz kurz vor. Marvin Möller, junge deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung, der mir und uns und euch jetzt gleich ein bisschen was zum Tennis erklären wird. Erstmal zu dir persönlich. Gerade gesagt, junge deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung. Wo stehst du gerade und vor allem, wo willst du hin? Jetzt gerade stehe ich leider nirgendwo, weil ich seit einem Jahr schon verletzt bin und leider keine Turniere spielen konnte. Aber das Ziel ist natürlich ganz nach oben und der erste Schritt wäre erstmal die Top 100, würde ich sagen. Oh, das ist schon mal ambitioniert. Ich war zuletzt Bobfahren. Da haben die meisten Leute gesagt, kann ich nichts mit anfangen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Jetzt bin ich beim Tennis und da sagen die meisten Leute, wenn ich denen das erzähle, oh, kann ich auch, bin ich super. Ist das so einfach, Tennis zu spielen oder gibt es da vielleicht doch so Nuancen, die es zu verbessern gilt? Also ich komme jetzt mittlerweile ganz gut klar auf den Platz, aber... ich rede auch weniger von dir als von mir. Aber für die anderen ist es, denke ich, schon eine Herausforderung und dann gucken wir mal, wie es bei dir aussieht. Gibt es so klassische Basics, die man trainieren kann, um wirklich, sagen wir mal, als Hobbyspieler einfach relativ schnell besser zu werden? Ja, es ist schon, also es gibt jetzt nicht das Geheimmittel, sage ich mal, aber es gibt schon Übungen, die man auf jeden Fall gut machen kann, um da auch schnell Fortschritt zu erzielen. Und das heißt nicht immer direkt einen Schläger in der Hand und draufkeulen, sondern es hat auch mit Beinarbeit, Koordination zu tun. Fitness ist schon auch ein großer Teil auf jeden Fall. Sieht schon ganz gut aus. Damit bin ich zufrieden. Gottes Willen. Ist halt generell ganz wichtig. Beim Tennis viele kleine Schritte zum Anpassen. Sag mal, wie bist du überhaupt zum Tennis gekommen? Ich brauche eine Pause. Ja, die geben wir gerne. Eigentlich ja durch meine Familie ein bisschen, am meisten durch meinen Bruder, weil der ist ein paar Jahre älter als ich. Der hat angefangen mit dem Tennis und ich war immer dabei, hab rumgenörgelt, wieso ich nicht selbst spielen darf. Und dann hat meine Mutter gesagt, gib den jungen Schläger in die Hand und dann. Was hat dir besonders Spaß dran gemacht? Am Anfang hat mir echt alles mit dem Ball eigentlich Spaß gemacht. Man kann vielleicht auch sagen, dass Tennis dann am meisten Spaß gemacht hat, weil ich da im Endeffekt am besten war. Aber jetzt mittlerweile im Endeffekt ist es eigentlich so, dieses 1 gegen 1, man ist alleine auf dem Platz, hat keinen Coach an der Seite, der einem da irgendwie groß reinredet oder hilft. Und das finde ich halt gut, dass man da für sich selbst verantwortlich ist und alles auf eigenen Schultern im Endeffekt so trägt. Für sich selbst verantwortlich ist eine ganz spannende Geschichte. Einmal noch durch. Ja, gerne. Wir weiter. Du kommst aus Hamburg ursprünglich, jetzt sind wir hier in Oberhaching, München. Klar, wenn man Profi werden will, nimmt man auf sowas keine Rücksicht. Daheim, bei Mama, nein. Aber wie ist das hier? Tennisbasis, ihr habt Apartments, ihr trainiert. Aber bei Tennisprofis denkt doch jeder, die sind eh quer durch die Welt nur unterwegs. Ja, also das ist also so ein richtiger Standort. Klar hat man Standort, wo man trainiert, aber als ich jetzt auch zu Hause noch gewohnt habe, ist das, wenn ich viele Turniere gespielt habe, immer so da erstmal mal 3 Wochen da, dann mal eine Woche zu Hause, dann mal wieder 2 Wochen weg. Also die Zeit, die man wirklich an einem festen Punkt ist, ist schon echt gering. Und jetzt, wenn ich mit der Schule fertig bin, ist halt hier unten der Stützpunkt sehr passend, weil einfach viele gute Trainingspartner da sind. Aber wie du auch schon gesagt hast, man ist viel auf Turnieren, viel unterwegs und die wirklich reine Trainingszeit ist dann auch wirklich gar nicht so hoch. Nun hast du an einer Sehne, am Handgelenk, unfassbare Probleme gehabt. Ein Vierteljahr wusstest du nicht, was wirklich Sache ist. Ein Vierteljahr für einen Leistungssportler, der nach oben will. Was bedeutet das? Wie war das für dich? Also der schlimmste Moment war eigentlich, wo der Arzt erstmal gesagt hat, dass ich 2-3 Monate raus bin, weil sowas hatte ich bisher noch gar nicht. Ich war mal 1-2 Wochen, hatte ich ein bisschen was, hat was gezwickt. Und dann war es wieder okay. Und dann 3 Monate, so ist schon echt... Am Anfang eine lange Zeit. Damit war es dann im Endeffekt nicht getan, leider, weil es immer wieder weiterging. Ja, mach noch mal ein bisschen Pause, bis erst geklärt wurde, was es dann wirklich ist. Was war es denn? Im Endeffekt, komm mal her mit der Kamera. Da ist auch geschnippelt worden, ne? Da ist geschnippelt worden und die Sehne, die hier läuft, ist halt aus der Sehnscheide mal rausgesprungen, hier unten circa hin. Die Knochen sind gegeneinander gestoßen und dann war eigentlich alles rundum so ein bisschen entzündet. Aber das ist jetzt mittlerweile auf einem guten Weg. Da habe ich dann zum Glück noch einen guten Arzt gefunden. Und jetzt bin ich auch guter Dinge, dass ich da wieder gut zurückkomme, weil Fitness konnte ich zum Glück viel machen. Das hat so ein bisschen geholfen. Das war ein ganz guter Ausgleich. Und jetzt mal gucken, wie es auf dem Platz weitergeht. Handgelenk ist soweit wieder in Ordnung. Behandlung abgeschlossen, du spielst wieder. Ich habe dich da beim Warmmachen gesehen. Sieht okay aus. Aber das ist was anderes gegen eine Wand, als auf der Tour zu spielen. Was passiert in deinem Kopf, wenn du spielst? Denkst du da noch dran?
Also jetzt momentan schon noch ein bisschen. Also nach der OP war es natürlich extremer. Da hat man schon immer noch viel reingehorcht, geguckt, tut es jetzt weh, ist das okay? Jetzt mittlerweile ist es schon auf einem echt guten Weg so. Es ist nur noch ganz, ganz wenige Momente, wo man sagt, okay, vielleicht spürt man noch mal kurz was. Aber im Endeffekt geht es dazu vertrauen, dass der Arzt das alles ordentlich gemacht hat. Und ich war auch noch mal beim Check und da hat er auch gesagt, sieht alles gut aus, ist stabil. Und dann muss man im Endeffekt vertrauen und dann läuft es auch demnächst alles wieder super. Welche Rolle spielt einfach Matcherfahrung, Matchpraxis? Auf jeden Fall eine große. Also es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, wie es bei mir würde. Ich habe jetzt ein Vierteljahr oder fast eineinhalb Jahr gar kein Match gespielt. Das meine ich. Kann sein, dass es echt nach den ersten beiden Turnieren schon echt gut läuft. Aber es kann natürlich auch sein, dass die ersten vier, fünf, sechs Turniere alle so lala werden. Also das ist auch von Typ zu Typ echt unterschiedlich. Ich habe es schon ganz gern, wenn man in so einem Match-Rhythmus drin ist, wo man halt mehrere Matches hat, auch am besten viele gewonnen hat, weil es gibt natürlich auch Selbstbewusstsein. Aber jetzt am Anfang gehe ich da auch locker rein und sage mir, lang nicht gespielt und dann wird das schon. Wie müssen wir uns den Weg vorstellen? Du fängst ja jetzt nicht an bei den Australian Open und bis im Hauptfeld. Das ist ein langer, langer Weg. Der geht über kleinere Turniere. Dann kommen irgendwann die Challenger-Turniere. Und wenn das gut läuft, dann spielt man irgendwann über eine Wildcard meinetwegen. Oder irgendwann über die Platzierung die großen Turniere. Wie lang und wie hart, glaubst du, ist der Weg? Also es ist schon ein extrem langer und harter Weg. Also man kennt das ja auch von Juniorenturnieren. Da muss man sich im Endeffekt auch von null auf ganz nach oben arbeiten. Das ist jetzt wieder der Fall, nur dass jetzt die Konkurrenz halt einfach noch viel größer und stärker ist. Und natürlich, umso weiter man nach oben kommt, umso enger wird die Luft. Und das dauert schon mehrere Jahre, bis man da wirklich dann in den Top 100 angekommen ist. Und das ist auf jeden Fall ein echt langer und harter Weg. Aber das ist das Ziel. Also da willst du hin. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und momentan bin ich auch guter Dinge, dass ich da hinkommen kann. Aber das Leichte ist, das ist ausgeschlossen. Und da muss man halt alles geben, jeden Tag hart arbeiten und dann guck mal, wo man hinkommt. Das ist halt die Geschichte hinter der Geschichte. Weißt du, der Sportinteressierte, der guckt, Federer, Nadal, Djokovic, Zverev. Millionen verdienen die. Das ist ja Leben wie King of Currywurst. Aber sowas zu finanzieren, den Weg in die Spitze, das ist sicherlich nicht einfach, oder? Da braucht man Unterstützung. Ja, also das alles selbst zu stemmen, das ist unglaublich schwer, weil Flüge, Hotels, das ist immer über eine Woche, das ist echt teuer. Und wenn man da keine Unterstützung von außen hat oder Sponsoren, ist das einfach echt super schwer. Also da ist man schon eigentlich drauf angewiesen, entweder man kommt aus einem sehr guten Elternhaus oder man hat halt die Unterstützung. Und lange in den unteren Leveln zu spielen, ist einfach zu geldintensiv. Das schaffen halt viele leider auch nicht. Und wenn man halt ganz oben ist, hat man ein super Leben. Aber dahin zu kommen, muss man erstmal viel investieren, auf jeden Fall. Abschließend für diesen Block, hast du ein Vorbild auf dem Tennisplatz? Ja, mittlerweile. Ich hatte, sag ich mal, ein paar verschiedene. Mittlerweile ist es Andy Murray, weil ich einfach die Zeit, wo er die ganze Zeit hinter den besten drei, sozusagen Nadal, Federer, Djokovic war, war immer hinten dran, meistens verloren und dann irgendwann hat er halt immer weiter gefightet, immer weiter gearbeitet. Unglaublicher Kämpfer, ne? Ja, und bis er dann irgendwann selbst die Nummer 1 geworden ist. Und das fand ich einfach beeindruckend, wie er da immer dran geblieben ist. Ich wünsche dir alles Gute. Meinem Rücken auch. Ja. Nächster großer Termin. Nächster großer Termin. Ja, steht jetzt noch nicht ganz fest wegen der Verletzung, aber Anfang nächsten Jahres sollte ich, denke ich, auf jeden Fall wieder in die Turniere einsteigen können. Und da bin ich jetzt ja gut gerüstet mit dem Training. Wir drücken dir die Daumen. Ich bin kein Maßstab, das weiß ich. Es ging auch mehr darum, den Leuten zu zeigen, was du kannst und nicht, was ich nicht kann. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wir werden das verfolgen, was du in der Karriere weitermachst. Drücken die Daumen, vor allem gesundheitlich, und dann wird das schon. Vielen Dank. Ich habe Rücken. Tschüss, nächstes Mal. Oh Gott, da geht's in den Schnee. Eieiei. Nacht, Marie. Tschüss.